An einem Wochentag, an einer bestimmten Uhrzeit, wurden zwei unprofessionelle, unerfahrene, erfahrene Geisterjäger zu diesem Haus gerufen. Laut Eigentümer soll es sich um Geistererscheinungen handeln, die paranormale Aktivitäten auslösen und die ganze Nachbarschaft in Angst und Schrecken versetzen. Doch zwei Leute scheuen sich nicht, dem entgegenzuwirken. So, und diese beiden Deppen sind wir. Keine Ahnung von nix, aber wir kriegen es trotzdem nicht hin. So, auf N habe ich gelesen. Aha! Oha! Auf N haben wir nämlich doch ein Journal. Ja, weiß ich. Verstand? Was? Ghost? Was? Geisteraktivität? Oh mein Gott, was ist? Aha, okay. Oh, Geisteraktivität. Ach so. Hm, hm. Oh Gott, ist ja doof, ey. Okay, ah, ja, gut. Das will ich jetzt nicht alles lesen. Das sind wohl Sachen, die wir haben zur Lösung des Problems. Und wenn wir den Geist ausgewählt haben. Level 1, aha. Okay, und dann müssen wir noch ein Ritual machen. Wo finden wir denn das Ritual? In deinem Arsch. Geisteraktivität, das Siegel des... Oh mei. Mei. Das müssen wir alles suchen. Come on, Digga, ich will hier rein. Okay, no problem. Warte, ich habe jetzt nur ein Thermometer aktuell. Ich nehme noch die Cam mit. Weil, und kann ich noch was mitnehmen? Ja, 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 ja. Okay, wir nehmen nochmal das Haus hier vorne. Wir gehen direkt in den Keller, werden den Strom anschalten. Danach investigativ das Haus durchsuchen nach Geisteraktivitäten, denen wir auf der Spur gehen können. Ich dachte schon, die steht hier schon wieder, ey. Zack, Strom ist an. Kein Problem. Ja, Heizung ist an. Anscheinend. So, ich habe die Heizung angemacht und hoffe, dass ich dadurch jetzt... Verändert sich das hier alles oder ist das alles wieder, wo du es gleich findest? Nee, findest du alles das gleiche in den Schränken dann? Das wieder der Ausweis. Also wir haben 3 Grad im Keller. Ich weiß nicht, ob uns das weiterhilft. Ich gehe direkt wieder nach oben. Ich habe wieder den Ausweis gefunden. Ja, der Name ist... Ja, einen Moment, ich muss gerade laden hier. Okay, ich werde erstmal über Lichter machen. Name Benjamin Wise. Benjamin? Er ist gerade 14 Jahre. Ein 14-jähriger Teenager. Aufmüpfiges Alter. Der Einrichtung nach ist er in den 60ern gestorben. Aha. Da sind ja nicht die Eltern gestorben, oder? Vielleicht hat er die umgebracht, Jasmin. Wieso kann ich eigentlich den Backofen aufmachen? Das finde ich irgendwie crazy, ey. Er ist 14 Jahre und du kannst ja mal reinkriechen und gucken, was passiert. Habe ich gerade versucht. Wieso ist denn der alleine wieder aufgegangen? Okay. Hier geht ein Wasserhahn. Oh, sehr schön. Geisteraktivität in der Küche. Ja, genau bei mir, ey. Aber hier sind 11 Grad bei dir. Ey, der hat den Backofen aufgemacht. Eine Tür? Wir haben 1 Grad in der Garage. Oh, extremer Gott, Temperaturunterschied. Der Strom ist aus. Der Strom ist aus. Ich wiederhole. Der Strom ist aus. Ich wollte gucken wegen Abdrücke hier. Ey, wo gehen denn die ganze Zeit die Türen zu und auf? Ich drücke nur Lichtschalter. Okay, Strom ist an. Was war das? Der Stromhebel. Okay. Also der hat einen Backofen aufgemacht hier und... Er hat jetzt die Alarmanlage, der Horst. Ah, da, wo ich aufgewacht bin, ist das meine Einschlafmelodie gewesen. Also, ich kenne das schon. Mach das aus. Kann ich nicht, ich habe keinen Schlüssel. Hä? Mein Gott, die Frau macht das wieder, ey. Oh Gott, ey. Ich sag's immer wieder, Männer und Autos. Hast du das Auto eingepackt? Das würde die Palette erklären. Oh, ja, auf mal ruhig, du hast das gerade nicht mal ausgekriegt, auf ey. Auf dem dicken Audi, das gibt aber... Mensch, jetzt lass es aus. Wenn du es antippst, machst du es an, Mann. Rast du es nicht, ey? Möglicherweise habe ich die Alarmanlage ausgelöst. Ja, richtig. Oh, ist ja doof. Ja, gut. Ja, ja, vertiefen wir das Ganze nicht, ne? Das ist, oh, Beweisbilder vom Schaden machen für die Versicherung. Den kann ich es nicht anmachen. Schade. Ach, hier wieder diese blöde Kiste. Ja, ist ja schade, dass das alles so bleibt. Ich dachte, es verändert sich vielleicht hier irgendwie mal ein bisschen alles so. Veränderungen sind nie gut, einiges. Jasmin. Wir sollten in der Zeit stehen bleiben. Ach nö, lieber nicht.
So, was müssen wir denn jetzt machen? Ich bin jetzt gerade auf der Suche nach Orbs. Aber hier IMF war das nicht. Der ist nicht mal angegangen. Nee, das war denn scheinbar ich. Oh, bei meinem Backofen und meinem Wasserhahn. Ja. Ich habe oben ein Knatschen gehört. Wollen wir oben noch mal gucken? Geh doch, ich esse erstmal was. Was war das? Das war meine Taschenlampe. Bist du denn? Im Arbeitszimmer. Bist du oben? War das? Hier. Ey, das hört sich an, als wenn hier irgendwie ein Schaukelstuhl schaukelt. Nee, das Komm, ist, komm mal mit hoch. ich bin doch hier, ich bin im Arbeitszimmer. Achso. Ja, wo ist denn das Arbeitszimmer, du? Hi, Achso. ich suche gerade den Mach mal Licht Lichtschalter. an. Ja. Doch, das Oh, hört sich manchmal hier. Hier ist doch ein wie Schaukelstuhl. hieß... Ich schwör's dir, hier sitzt, saß eben einer drauf. Ah, der hat die Tür zugemacht, alles gut. Kannst du mal gucken wegen Handabdrücke? Was mache ich denn gerade, Alter? An der Tür da? Nee, ist nix. Der saß auf dem Schaukelstuhl, ich schwör's dir. Das hat so geknackt. Setz dich mal, kann man sich hier raufsetzen? Nee, leider Wie nicht. hieß der nochmal? Benjamin. Ja, genau, Benjamin White. Danke, Benjamin White, dass du dir das Licht angemacht hast. Ist sehr Ja, gnädig. Ich so. habe den Lichtschalter nicht gefunden, weißt du? Gleich macht das wieder aus und du kriegst richtig den Arsch versohlt, Na, ey. er kennt sich ja hier aus. Ich habe ja keine Ahnung, wo hier was ist. Ich bin ja... IMF, aber ich weiß nicht was genau und hier blinkt irgendwo Hinter dir was. ist das Licht ausgegangen. Ja, aber der. Was ist denn hier ist so gar nichts drin? Der So. IMF war auf 4. Ich weiß jetzt nicht, ob. Ich weiß nicht, ob der auf 5 auch war. Auf jeden Fall ist der hoch ausgeschlagen. Oh, wer piept hier? Du? Ja, mit dem Thermometer. Ja, wir haben hier 6,8 Grad. Was hat jetzt die Kiste dazu bedeuten? Die konnte ich aufmachen, aber da ist nichts. Weiß Kannst du nicht, die auch wofür nicht die mehr? gut ist. Okay, ich hätte noch die Kamera und wir haben hier noch den Laserprojektor. Pass auf, der war ja da immer so ein bisschen aktiv. Ja. Schade, dass man hier nichts aufmachen kann. Ich verstehe noch nicht, wie der Laserprojektor funktioniert. Das wirst du irgendwann noch verstehen, Baby. Eines Tages werde ich auch wissen, was ich hier beruflich tue. Und was machst du beruflich? Ich bin Geisterjäger. Oh, cool, was macht man da so? Ich habe keine Keine Ahnung. Ahnung. Ist hier das Kreuz wieder drin? Das frage ich mich auch. Sehe ich nicht, ich habe meine Taschenlampe nicht an. Ob für die Geisterorbs, das Licht aus müsste? Oh, Lu, hast du mich erschreckt, Alter. Kleiner Moment, ich muss mal... Oh, ups. Nein, wir gehen hier kaum Schränke, auch keine Bücher, auch nicht. Okay, das sollte passen. Hier ist schon wieder das Die Reacher-Blatt. Tür ist wieder ein Stück aufgegangen, aber ich sehe durch den roten Laser nichts. Ich hole noch mal den grünen rein, den Bewegungsmelder. Hier blinkt was. Oh, hier ist ein Schlüssel. Schlüssel, Hier unten ist sowas. dunkel. Der hat unten alle Lichter ausgemacht. Das ist wohl so ein grüner. Energiesparen und so. Feuerzeug. Ja, nehmen wir das. Habe ich noch einen Platz frei? Was ist das da? Oh. Ich bringe mal ein Radio mit. Ich finde es irgendwie komisch, dass du so viele Sachen hier hast und nichts nehmen kannst davon. Ja, wir müssen ja auch noch herausfinden, er hat an der Tür gewackelt. Und das Wasser läuft im Badezimmer. So. Wir müssen ja auch noch herausfinden, was der hier für ein Zeichen hat. Irgendwo, ob so ein Hexenpentagramm irgendwo ist oder so. Das Reacher-Brett. Zählt das dazu? Weiß ich nicht. Warte, ich guck War jetzt mal. nur gesagt von mir. Das Keine Ahnung. Siegel des Baphomets, das Siegel des Ast. Das Siegel, das Siegel, das Siegel, das Siegel, Ritual des Exils. Um das Ritual Exils. abzuhalten und den Geist auszutreiben, müssen verschiedene Handlungen durchgeführt werden. Also, wir brauchen seinen Namen, den haben wir ja. Wir müssen den Geist herausfinden.
Wir müssen seinen Lieblingsraum herausfinden, das haben wir, denke ich, auch. Meinst du? Ja. Ah, okay. Oh, Licht ist aus. Oh, Tür ist auf. Gut. Ja, wir fuchsen uns rein. Ja. So. Er ist ja immer an der Tür, aber dann wird das nicht von der Tür ausgelöst. Obwohl, warte mal, wir machen die Tür zu. Bist du hier? Hast du das Licht ausgemacht? Nee. Irgendwas hat da gepiept gerade. Irgendwas ist angegangen? Nee, irgendwas ist hier rumgekrabbelt. Ja, und irgendwas ist angegangen, Radio oder so. Ist mir egal. Ich bin im Wo? Schrank. Ich habe hier keinen Schrank. Ich schon. Ich habe hier mal ich habe hier mal das Radio im Zimmer geschmissen. Ich gehe relativ mutig mit der Situation um. Warum krabbeln die eigentlich alle? Ich weiß nicht, vielleicht haben die Gleichgewichtsstörung. Ah, oder das sind ja Geister, sprich, das sind ja nur plasmische Erscheinungen, also die haben kein festes Rückgrat. Vielleicht können die nicht vielleicht können die nicht mehr aufrecht laufen, weil sie keine Knochen haben. Du bist auch kein Geist. Das tut weh, Jasmin, das tut weh. Ich möchte nicht sagen, dass ich gekränkt bin, aber ich glaube, ich schlafe heute draußen im Zelt. Mach das. Im Kannst du Winter. mal das, kannst du das Licht mal anmachen wieder? Ja. Ich muss dafür nur einmal runter. Der Bewegungsmelder war an und ich war es nicht. Aua, ich bin am Tisch hängen geblieben. Hast du an? Ja, Licht war die ganze Zeit an. Er hat nur den Lichtschalter überall ausgemacht. Warum macht er das? So ein Frechdachs. Findet denn der daran so lustig? Ey, auf jeden Fall war der in meinem Zimmer. Ach, das ist jetzt dein Zimmer. Wir Also hier, beschlagnahmen die Wohnung einfach. also hier, wo ich mich versteckt hatte. Schönes Einzelbett. Lass mich raten, ich krieg die Couch. Ja, natürlich, ich brauche Platz. Hast du da das Buch hingelegt? Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Nee. Soll ich das mal holen? Ja, weil ich glaube, der ist hier drin. Also auf jeden Fall hat es hier gekrabbelt und Ja, das ja. Radio war ja hier an, ne? Ich Was ist bin. denn, wenn ich das Reacher-Brett einpacke? Kannst du es benutzen? Ich kann es einpacken, glaube ich, mit E. Wie Hä? würden Mit wir denn E. dieses Ritual abhalten, sag mal? Ich kann es festhalten. Ich leg's wieder hin. Ja, Ritual wahrscheinlich dann mit dem Dings und dann guck. Warst du schon mal im Keller? Ja, aber ich habe auf Oh, nichts geachtet. IMF 5. 5. Okay, IMF. sehr schön. Damit haben wir nur noch den Gin oder den Shiro. Alter. Geht der ab, ey. Okay, aber wir brauchen mehr Beweise. Ja, ich will erstmal einmal kurz meine Hand trocken machen. Ich kann immer den Djinn vorlesen, dass wir den ein bisschen verstehen. Oh. Uralte Seelen, die selten ihren Lebensraum aufgeben, unglaublich feindlich gegenüber wer auch immer in ihr Gebiet eindringt. Sie Was lieben war das das Licht noch? und spielen oft mit elektrischen Haushaltsgeräten. Was hat denn lieber? Was war noch? Der Shiryu, hier müssten es noch, also Nein, ich beim meine die Beweise. gar keine. Gefriertemperaturen entweder oder Spuren von Ektoplasma. Also nur EMF5? Ja, mehr haben wir nicht. Mein Gott, ey, und wieder habe ich es rausgekriegt, ne? War ja klar. Der Djinn hat auch nur zwei Beweise, der Shiryu 3, und zwar Ist das eine? IMF5, Antwort Geisterbox und Spuren von Ektoplasma. Das heißt, wenn wir die Spuren von Ektoplasma haben. Achso, nee, gar nicht, hatte er der andere nicht. Sich doch, aua, gerade was bewegt hinter der Tür, als wenn da einer was geschmissen hat, oder nicht? Au, was war das in meinen Ohren?
Hast du ins Mikro gepustet? Hä, das ist voll spät gekommen. Ich bin mit meiner Hand da eben gegengekommen, aber das ist schon ein paar Sekunden her gewesen. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen und habe erstmal ein Taschentuch genommen, um das Blut aus meinen Ohren zu kratzen. Ich bin da mit der Hand hängen geblieben. Ja, du bist auch so hängen geblieben. Oh, da hinten hat sich was bewegt wieder. Ja, der ist immer an dieser Tür dran. Hinter der Tür, ja. Ich leg mal das Buch. Das Buch brauchen wir gar nicht. Da, er ist durch den Dotz gelaufen. Hä? Ja, wirklich. Aber wir haben... Der ist da gerade durchgelaufen. Aber wir haben Spuren von Ektoplasma und Bewegungsmelder ist auch angegangen. Ja, der ist... Alter, ich komm gleich rüber und gibt der das schon wieder. Ich hab's nicht gesehen. Ich knall dir gleich eine. Wieso? Was kann ich denn dafür? Ich guck gerade ins Buch. Also wir brauchen Gefriertemperaturen oder Spuren von Ektoplasma. Wie heißt denn das hier? Infrarotbewegungsmelder oder wie heißt das? Ja genau, dieser Infrarotlaser, aber dann brauche ich das Buch da nicht reinlegen. Hä, das geht ja gar nicht. Ja, er ist da durchgelaufen. Geist. Ja, dann haben wir aber gar keinen Geist. Ist IMF 5 vielleicht falsch? Hä, ist das nicht Laserpro? Nee, auch nicht. Nein, ich habe doch gerade gesehen, dass es 5 war. Dann würde nur der Uni überbleiben bei Infrarotbewegungsmelder. Uni? Ich habe nicht mal Uni. Nein, wenn es nur der Infrarot wäre, ohne IMF. Hä, aber ich habe doch IMF gehabt. Ich kann ja trotzdem mal vorlesen. Diese zornigen Dämonen, fähig das menschliche Erscheinungsbild anzunehmen, sind verhältnismäßig passiv. Wenn du lautes Stampfen hörst, dann rennst du besser los. Verstehe ich nicht. Da wäre es noch Dunst und die Antwort aus der Geisterbox. Ich habe aber IMF5 gehabt. Der war bis Anschlag und 5 Lampen haben geleuchtet. Also Gefriertemperaturen haben wir ja nicht. Bis jetzt gehabt zumindest. Das ist doch scheiße hier. Ja, wir müssen mal mit der Geisterbox reingehen und gucken, ob wir da was kriegen. Okay, Mantau, Jasmin. Mantau. Mantau, hau rein. Die Alarmanlage ist wieder an. Aber ich habe hundertprozentig IMF5 gehabt. Safe, Benjamin, Alter. Du bist 14 Jahre alt. Das Auto ist kein Spielzeug. Mach gleich ein Foto davon, ey. Wieso habe ich einen 69 und du nur noch 84? Was? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja die ganze Zeit drinne. Was bist du die ganze Zeit? Ich bin die ganze Zeit drinne und ich stand jetzt hier nur, weil ich gucken wollte, was du da machst. Ja, guck mal, wo stehst denn du schon wieder drinne? Ja, hier hat das Licht geflackert. Oh Gott, du bist ja heute ein Schisser, ey. Oh Gott, das ist nur ein Kerzenständer. So, jetzt habe ich gehe jetzt wohl nochmal die Treppe hoch. Ja, wieso macht denn jetzt hier unten so viel Stress? Was stimmt mit ihm nicht? Oh, verdammter pubertierender Bengel. Könnte der jetzt nochmal IMF5 ausschlagen lassen, damit ich auch zeigen kann, dass es IMF5 war? Oh Gott, Jasmin. Karl-Heinz, hier, mach mal nochmal IMF5. Warte, ich habe hier irgendwo eine Geisterbox hingeschmissen. Oh. Ich hatte IMF5, ich bin eigentlich doof. Hier, guck mal, der Stuhl hat sich gedreht. Ja. Ja, warte mal. Warte mal, ich... Investigativ, ich würde sagen, er hat sich die Pflanze beim Wachsen angeguckt. Warum rede ich mit dem Typen? Ziemlich langweilig. Was? Benjamin, kannst du mit uns reden? Er ist gerade durch den Infrarot gelaufen. Ja, aber... Kannst du mit uns reden? Gib uns ein Zeichen. Ich hatte hier... Hier! Flug! Oh, guck! Ja, fünf. Ja, Tatsache, das ist eindeutig eine 5. Ich zähl mal durch. 1, 2, 3, 4, 5. Alter, ich sag's doch. Was war denn das hier eben? Aber das war im Flur. Wo willst du hin? Kannst du mal gucken, ob der auf dem Schaukelstuhl sitzt? Kannst du vielleicht mit hochkommen?
Du Arschkrampe, du gehst nicht schon Nein, wieder ins Auto. Ich will mal. Hä, wieso schon wieder? Ich bin voll selten hier. Ich will was Im gucken. Zelt. Das war EME 5. Ja, warte, ich trage das jetzt auch ein. Ich bin mir jetzt. Und. Ja. Aber Infrarot und Bewegungs. Infrarot. Nee, Infrarot Bewegungsmelder, ist das das gleiche wie. Aber dann sind beide Geister weg, das geht nicht. Ist das Dots überhaupt? Ja, aber du hast doch selber gesehen, eben, dass ich EME 5 habe. Wir können ja noch mal ein paar Beweise so. Hä, das raff ich trotzdem nicht. Weil okay. Es war ja EME 5. Ich würde sagen, wir versuchen es jetzt noch mal mit der Geisterbox und Thermometer und gucken, ob wir mit den Temperaturen. Ist das auch der EME 5 hier? Ist das EMF eigentlich? Was ich habe? Ja. Klar, was soll das sonst sein? Keine Ahnung, ja. Reaktion, Diktiergerät oder so. Nee, das Diktiergerät ist das Ding hier unten. Der liegt noch im Schrank. Nimm mal mit. Ach so, brauchen wir den? Weiß ich. Ist doch wurscht. Nee, da wären es Gefriertemperaturen oder Geisterbox ja, und Spuren von Ektoplasma. Ich glaube hier gar nichts mehr. Sie ist eine Ungläubige, verbrennt sie. Benjamin, hast du das gehört? Jasmin glaubt hier gar nichts mehr. Alles Lug und Betrug, was du hier machst, hat sie gesagt. Oh. Ein Feuerzeug. BMF5 und irgendwie nimmt er das nicht so. Hallo. Karl-Heinz. Zeigen Sie sich. Der heißt Benjamin. Blümchen. White. Benjamin. Benjamin, du kleiner Elefant. Bist du lustig, tralala, läufst dir gerne gegen die Wand. Benjamin, du Dicker. Sag etwas, Benjamin White. Kannst du mit uns reden? Do you speak German, my friend? My friend. My friendly. I'm coming in friendly Stimmung. Can you speak to me in perfectly German? Please? Wenn du den so provozierst, geht's gleich rund hier, ey. Benjamin, hier kreist gleich der Hammer. Kannst du mir was sagen? Kreist gleich der Hammer, ey. Jetzt sehe ich immer so einen Hammer wieder so. Oh, du hässlicher. Alter, was war das denn? Ich hab genießt. Der hat meinen Schranktür aufgemacht. Nee, der stand gerade vor mir und hat mir einen geblasen. Ob du es glaubst oder nicht, es war so. Hä, der hat gerade meine Schranktür aufgemacht. Ja, das bringt gar nichts. Der macht die auf. Hi. Wir sind beide im Schrank. Du bist ja doof. Du weißt, was das heißt, oder? Geh weg, ey, sonst kommt der gleich her. Wegen dir. Ey, Uschbett, kannst du mal mein Kabel in Ruhe lassen? Du hast wohl einer in der Waffel hier, ey. Benjamin, wir sind nicht im Schrank. Lu, hör auf. Na, mobb dich die Katze. Die spielt mit meinem Kabel. Kann ja mal reinbeißen da. Bist du doof? Der ist kaputt. Benjamin, wir sind nicht im Schrank drinne. Hörst du auf? Spielen wir jetzt mit Benjamin 7 Minuten im Himmel? Okay, bloß ich gehe mit dem hier nicht. Will hier nicht ich komme mit. Dem komm mit. Sein. Ich habe auch keinen Bock auf doch, mich. Was? Geh doch alleine, Mann. Was bist du heute für ein Schisser hier, ey? Ich habe keine Lust auf mich, ja. Kann nicht mit mir alleine sein. Ja, wundert mich, dass du das nicht schon öfter gesagt hast. Ich kann ja mal, ich leg mal hier die Geisterbox irgendwo hin. So. Können wir nochmal Temperatur messen? Ja, hier. Was guckt die mich jetzt so Jasmin, doof an, das ist ein Rektalthermometer. Bitte ey, lass die Hose runter. Läuft die ganze Zeit mir hinterher, ey. Ich habe hier aber nur 5 Grad. 6. Ist der überhaupt noch hier oben? 6, 4.
7,2. Meine 4,8. Ja, toll, wow. 5,2. 6,8. Das Gefühl, der ist unten. Das Badezimmer war jetzt gerade der kälteste Raum hier oben. Hier sind 8. Wo hier, du dich versteckt hast. Backofen auf. 5,8. Ich weiß nicht, welchen Radius hatten das, die Geisterbox. Fragst du mich das? Aber hier in der Garage sind 3,6 Grad. Ich glaube, das ist auch wieder unten. Das ist der kälteste Raum. Jo, der ist hier irgendwo. Hier, guck mal. Wow, geil. Das fliegt. Kannst du das bei der Gelegenheit gleich wieder dahin räumen, wo es hingehört? Meinst du, das ist was Schlechtes? Weiß ich nicht. Aber sieht cool. Ey, von draußen geht das sogar auch mit dem EMF. Liegen die Sachen noch? Jetzt zeigt er nur 3 an. Nee, die fliegen nicht mehr. Ich bin rausgegangen, weil ich nicht wusste, ob ich dann so einen Topf gegen den Kopf kriege und dann ohnmächtig werde. Bei dir bringt das ja, ist ja egal. Also. Nein, aber ich wusste nicht, ob er uns damit Schaden zufügen kann, das meine ich. Dann hole ich die Geisterbox mal. Mein EMF piept immer noch. Das räumst du aber alles wieder auf, du Olle. Du Schlamperich, du. Aber, Herr Schlamperich. Es ist jetzt nur auf 3 EMF. Ich hole mal eben die Geisterbox runter. Irgendwas piept hier. Oben der Bewegungsmelder. Ich bin zweimal durch. Aber hier piept's immer noch. Benjamin, kannst du mit uns reden? Benjamin, bist du in der Garage? Kannst du mal aufhören, mir hinterher zu laufen wie so Kannst ein du mit uns Kind? Reden? Bist du der deutschen Sprache mächtig? Benny, sag doch etwas. Sprich mit mir. Bist du hier? Ein Schlüssel drin aber. Was sagen die Typen immer in ihren komischen Geistersendungen? Antworte mir oder so? Ja. Antworte mir. Ich leg die einfach mal hier mit auf den Tisch. Alter, warum hört denn das nicht auf zu piepsen? Das war ich. Hier sind 5 Grad in diesem blöden Raum. Aber wir kommen auch nicht auf Minus. Was habe ich denn noch mit? Gar nichts. Oh, cool. Wollt ihr jetzt hier was? Hä? Hier ist halt warm. Wieso piepst das hier anders als hier? Ich weiß es. Hier liegt auch alles rundum. Ist der da drin, ne? Wo? Da, wo du gerade bist. Weiß ich nicht, es hat die ganze Zeit gepiept gehabt. Kannst du mit uns reden? Was blinkt denn hier auf dem Tisch, wenn mich so. Hä? Wenn ich vorhin zurückgehe? Hast du den Kamin angemacht? Ja, guck mal, siehst du das auf der Kommode, wenn du vorhin zurückgehst? Dass das Licht an- und ausgeht? Ja, aber das ist ein Spielfehler, würde ich sagen. Benjamin, sag etwas. Ist das ein Orb oder dreckige Asche, die hier rumfliegt? Hier sind Orbs, hier sind Geisterorbs. Das ist Asche. Bist du sicher? Nee. Ja, das war vorhin auch. Guck jetzt. Ah. Du bist auch so ein Orb, ey. Jetzt sind sie wieder da. Jasmin, die Orbs sind wieder da. Schlaf schön. Benjamin, kannst du mit uns reden? Er hat doch gerade mit dir gespielt. Das ist irgendwie eine ziemlich langwierige Untersuchung hier. Benjamin, du bist nicht gerade sehr kooperativ. Der ist bestimmt wieder nach oben gegangen. Meinst du, ich quatsch dem zu viel? Ja, Blödsinn. Der denkt sich auch, boah, nee, ey. Benny!
Benny Häschen, kannst du mit mir reden? Benny, bist du hier? Benny? Redest du mit mir? Er hat schon wieder das Radio und den Dings hier angemacht. Sprich zu mir. Den PC. Den PC? Und das Radio. Und das Radio? Ja. Kannst du mit uns reden? Schade, dass man hier nicht auf den Balkon gehen kann. Kannst du sprechen? Oh, ja, doch, kann man. Cool. Ja, aber zählt das als Sicherheitszone, Außenbereich? Nein. Ich will trotzdem auf den Balkon. Mensch, geh doch mal weg, Alter. Ich will das hier untersuchen. Investigativ. Nach etlichen mühseligen Stunden der Untersuchung mussten wir feststellen, dass hier keinerlei paranormale Aktivitäten vorherrschten. Lediglich eine leichte Windverwirbelung in der Küche. Jasmin, die mittlerweile den Kleiderschrank als ihr neues Zuhause entdeckt hat. Ich bin öfter hier drin als du, glaube ich. Halt's Maul. Hast du das gehört? Nee. Der hat irgendwas verrückt unten. Hey, das war mein Stuhl gerade. Oh, wow. Hat der es so angehört? Ja. Ja, das war ich. Okay. Benjamin, kannst du mit mir reden? Er ist schon wieder in der Garage. Der Junge macht einfach nur das, was er will. Kann der nicht einmal auf uns hören? Der setzt durchgehend seinen eigenen Kopf durch. Benjamin? Sag etwas. Will er hier auch die Tür aufgehen, oder? Nö, hier geht's nicht her. Was piept hier schon wieder? Ich hab 0 Grad. Das war ich nicht. 0 Grad, aber 0 Grad, ist das schon Gefrier? Nein. Zählen 0 Grad noch als Plusgrade? Bestimmt. Wieso ist denn das Licht im Kühlschrank aus hier? Warum kann ich hier nichts nehmen, wenn ich den aufmachen kann? Ein Grad, 1,4, die Temperatur steigt wieder. Und wieder. Und wieder. Ich hab nur gesungen. Geht er ab, ey. Nee, Temperatur steigt. Er ist raus aus dem Raum. Ja, der ist auch hier. Oh, wo ist er denn? Wir haben hier 0,6. Ein. Okay, hier ist wärmer. Schon wieder kein EMF mehr. Jo, Telefon. Hier ist er nicht. Bist du das? Ja. Hast du auch das Licht ausgemacht? Nein. Und zack geht er schon wieder Richtung Tür. Oh oh, er ist hier. 5. Alter, du bist ein Schisser heute. Ich hab gedacht, der ist hinter dir. Ach so, und deswegen drängelst du dich vor? Ja. Ich wollte gucken, ob die Luft rein ist, damit du dich sicher nach draußen begeben kannst. Nicht, dass du hier überrascht wirst von einem Räuber. Bist ein mieser Spinner, bist du doch. Okay, hier, Temperatur steigt schon wieder. Danke, Benny. Er hat das Licht angemacht. Dank sich beim Geist, ey. Bis jetzt war der ganz nett zu uns. Ach. Er hat mir das Licht schon mehrfach angemacht. Also ist er jetzt unten, Alter, der wandert, ne? Er hat sich vor mir hingekniet. Der wandert. Wandermaus. Hier ist starker Temperaturunterschied. 7 Grad. Also die Küche ist aktuell das kälteste, was wir haben mit 1 Grad. Aber ich komme nicht ins Minus. Ist doch gut. Jetzt wird es hier auch wärmer. Wird ganz warm ums Herz. Boah, ich bin bei 50 nur noch und du bei 66. Kannst du mit uns reden? Jetzt habe ich aber langsam die Faxen dicke. Benjamin, sag was. Sprich mit mir. Blöder Kackgeist, du.
Oh, hä? Ist er durch den Dotz gelaufen? Also hier durch den. Was war das denn? Ein Geräusch. Die Tür ist zu! Er ist, glaube ich, auch durch das Rote hier gelaufen. Mhm, leck mich am Arsch, der war hier unten in der Küche. Aber oben habe ich auch was gesehen. Wieso krabbeln die immer? Boah, ich habe mir so eingekackt, Jasmin. Ich habe mir so. Kannst du meine Unterhose waschen? Ich riech schon. Du müsstest mich mal sauber machen. Können wir kurz pausieren? Nee. Oh Gott, ich meine, ich hatte einen männlichen Schnupfen. Ich bin der Meinung, ich habe hier was gesehen. Ich niese immer so. Au, knack. Bin ich eigentlich dolle übersteuert? Ja. Ja gut, aber ich musste ja auch voll niesen und aus Versehen ins Mikrofon. Ja, so war das. Es war nur ein kleiner Niesanfall, liegt an der Jahreszeit. Ja, ich will da nicht mehr rein. Und der ist so unkooperativ. Wir finden einfach keine weiteren Beweise. IMF5, wow. Mit Infrarot haben wir schon keine Geister mehr. Das heißt, das zählt irgendwie nicht. Ja, ist auch irgendwie komisch. Vielleicht, weil der wandert oder so. Ach, was, aber man sieht ihn ja trotzdem da drin. Wäre es vielleicht möglich, dass IMF5 nur angeht, wenn er huntet? Keine Ahnung. Dann wäre es IMF 3, weil wo hier alles geflogen ist, war ja 3. Weil in dem Fall hätten wir dann doch den Oni. Und der Oni wiederum, der hat Geisterbox, Bewegungsmelder und Dunst. Dunst, aber was ist ein Dunst? Ja, wenn du hier so einen Gammelatem hast. Ja, das habe ich aber noch nicht gesehen. Oder hast du das schon gesehen? Nee. Irgendwo ist hier was an. Ja, Radio oben dran, wa? Also wenn du recht hast mit ihrem F5, ne? Und wir gehen mal davon aus, hier, du hast schon wieder 5. Genau. Dann wäre eigentlich noch Antwort Geisterbox. Oder Spuren von Ektoplasma und wir hätten den Shirio. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du recht hast. Wo ist denn die Geisterbox? In der Küche auf dem Tisch. Ja, hier ist 5, aber der ist hier irgendwo. Wo ist 5? Oben. Du bist oben. Okay, ich komme mal hoch. Ich höre hier irgendwo was rauschen. Wie ein Radio. Ach, hier schon wieder den Raum. Wie oft fällt das Radio jetzt hier? Antworte mir. Antworte. Antworte. Hast du die Geisterbox jetzt? Ja, manchmal höre ich auch was, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, musst du hier hingehen. Hier piept's bei mir immer. Ich glaube nicht, dass das aus der Geisterbox kommt. Antworte. Hier. Scheiße, wir sind da. Hier. Lol. Da ist es aber nicht bei 5, sondern bei 4. Antworte. Dann ist das vielleicht der Oni. Antworte. Komisch. Aber warum zeigt er denn so oft 5 an? Vielleicht ist 5 wirklich die Jagd. Aber er jagt ja nicht immer, wenn ich 5 hab. Boah, Junge, Junge, Junge. Also in dem das Fall wäre es dann hier und dann wäre es doch der Oni. Ich weiß es nicht. Ist es entweder der Oni oder einer von den anderen beiden? Also wir können auf 3 von 5 Geistern minimieren, aber wir haben das, wir kriegen halt keine, ich krieg keine Antwort in der Geisterbox. Spuren von Ektoplasma, das wäre halt noch eine Möglichkeit. Der hat so viel angefasst, ich habe geguckt, gar nichts. Und Gefriertemperaturen haben wir auch nicht. Das weiß ich nicht. Und beim Oni wäre auch die Antwort in der Geisterbox und Dunst. Und wir haben weder Dunst noch die Antwort der Geisterbox. Ja, das heißt, was jetzt Infrarot und was noch? Ich würde auf den Gin tippen, weil wir waren ja schon auf 0 Grad Temperatur. Ja, ich meine, was wir jetzt noch brauchen hier an Beweise. Ich
Ich würde sagen, wir machen einfach das Ritual für den Oni. Was hast du jetzt eingetragen da? Gin. Ja, und wie sind da die Punkte, die ich noch brauche jetzt, damit der mir den Gin anzeigt? Infrarot-Bewegungsmelder. Ja, da zeigt er mir nur den Oni. IMF-5 meine ich. Zeigt er mir noch den Chiroi. Ja, und die Gefriertemperaturen, wenn wir 0 Grad mitnehmen. Ja, aber Infrarot haben wir ja auch, der läuft ja auch durch. Ja, das macht es irgendwie so kompliziert. Es passen zwei Sachen. Wahrscheinlich ist der Geist noch gar nicht freigeschaltet, den wir brauchen dafür. Hier, die Tür wackelt. Warte mal, beim Gin, aufgrund der bekomme ich das Ritual. Ja, der ist durchgelaufen. Ritual von Astator. Wahrscheinlich sind die Geister, auf die das zutrifft, wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet hier. Meinst du, das würde gehen? Denke ich. Vielleicht. Könnte ich mir so vorstellen, weil es ist ja IMF5. Wie bauen wir denn das Siegel von Astaroth auf? Von was? Ich will hier so ein Siegel aufbauen. Bist du drinne? Nee. Achso. Aber müssen wir das finden? Bestimmt im Keller, ey. Warst du schon im Keller? Warte mal. So. Nö, ich warte nicht. Oh, wie viel Dings habe ich denn überhaupt noch? Oh, 48 nur noch. Ah, ich gebe schon drauf dann, ey. Ja, gut, erste Runde, ne? Naja. Warum ist das bei mir eigentlich so wenig? Weiß ich nicht. Warum dauern die Runden so lange? Na, weil wir zu doof sind, das hier rauszukriegen. Die bessere Frage ist, ich habe jetzt, wie fange ich das Ritual an? Wahrscheinlich im Keller. Aber wo finde ich die Sachen dafür? Ja, warst du schon im Keller? Ja. Ja, vielleicht das Reacher-Brett. Nee, wir müssen das Ritual von Astador oder sowas machen. Was brauchst du da? Astaroth. Warte. Was? Astalor? Scheiße, ich bin tot, glaube ich. Krieg meine Türen nicht zu. Oh, hier läuft irgendwas. Da hat was gepiept. Bist du drinnen oder draußen? Ich bin gerade an dem Buch dran hier. Oh oh. Ich glaube, ich bin gleich dead. Die Musik wird ganz komisch. Könnte es sein? Ich glaube, ich bin am Arsch hier unten. Haben wir vielleicht einen Geist, den wir quasi gar nicht haben, dass du vielleicht recht hast? Didn't give me anything. Okay, wir nehmen das nochmal raus und dann würde ich das einfach mal reinnehmen. Oh oh. Ah. Der ist hier unten. Scheiße, ich komme hier nicht mehr weg. Die beiden lassen sich einfach nicht kombinieren. Fuck, Mann. Ich glaube, er ist echt im Keller. Kannst du den irgendwie ablenken?
Ja, klar. Kleinen Moment. Ja, meine leichteste Übung. Scheiße, mal eben auf. Benjamin, wo bist du? Na. Hat der kleine Benny Penny hier das Licht wieder ausgemacht? Ja, ist der Strom wieder weg? Wo bist du denn, du kleiner Lümmel? Da war er wohl. Ja, er ist im Keller. Ja, ich weiß. Er steht an dem Stromhebel, leckt mich am Arsch. Und ich bin im Schrank im Keller. Ich hab schon wieder Niesen gehabt. Verdammter Schnupfen. Verdammter Schnupfen. Aber der ist jetzt weg, ne? Ja, kannst jetzt in den Keller gehen. Ich bin im. Alter. Nein, ich meine, du kannst ja jetzt rumgehen. Er ist weg. Wo ist er denn? Er ist wieder hochgegangen. Glaubt ihr irgendwie nicht so? Wo bist du denn? Hast du Strom angemacht? Nee, aber wenn du im Keller bist, kannst du ja gleich anmachen. Ich denke, du bist im Keller. Du bist im Keller. Ich bin mit Benjamin nach oben. Ich habe ihn abgelenkt, wie du gesagt hast. Nee, irgendwie glaube ich dir nicht. Ich glaube, der ist ja. Trau mich nicht mehr raus. Okay, komm, ich komme jetzt runter. Wir treffen uns unten im Keller. Glaube ich dir nicht. Oh, Benny Penny, bist du nur hier? Nö. Bin jetzt einfach mal dahin gegangen, wo er eben stand. Wo bist du denn? Hab ich ihn eben gesehen? Bin Ah. in dem Schrank. Wo ist denn hier die Tür zum Aufmachen? Da. Bitteschön. Danke. Scheiße, ich bin hier voll in die Arme gelaufen. Ah, oh, der ist mir genau in die Arme. Ich wollte gerade die Treppe hoch und er kam runter. Meinst du, das hat seinen Blutdurst befriedigt? Okay. Scheiße. Oh Wäre ich ja, mal im Schrank. hier liegt ein Toter. Wäre ich mal im Schrank geblieben. Ey, wo gehe ich denn hier durch? Ich verpiss mich. Ih. Was ist das hier? Was denn? Ich Was? sehe seh dieses Kind. Oh, ich sehe dich. Ich stehe hinter dir. Hallo. Siehst du mich nicht, ne? Nee. Ich hab den hier. Hier ist voll die Blutwand. Du kannst den sehen, wo der ist? Ich konnte. Nein, ich komme nicht mehr rein. Der hat so eine Schmattertür gemacht hier. Ich komme da nicht mehr rein. Du? Ja, doch, ich komme da rein. Die Frage ist, will ich da rein? Ich komme da nicht rein. Der hat da mir was vorgemacht. Aber ich habe ihn. Ich habe ihn eben gesehen. Aber ich war in seiner Welt. Also ich werde jetzt den Oni anklicken als Geist. Warte. Den Djinn, meine ich. Ich wollte gerade sagen, was hatte der Djinn nochmal? Ich habe Gefriertemperaturen und IMF Level 5 habe ich eingegeben. Was hat der Shiroi? Der hätte noch die Spuren von Ektoplasma gehabt und Antwort Geisterbox. Und die habe ich ja partout nicht gekriegt, ich habe es ja versucht. Ich habe auch schon. Und jetzt? Okay, dann trage ich den. Ich trage das jetzt hier einfach mal ein. Was haben wir. Was Wo hat der. trägt man das? Ja, wo trägt man das ein? Schade, ich komme hier echt nicht mehr rein, ey. Ich sehe alles rot. Was kann ich denn noch machen, wenn ich tot bin? Gar nichts. Hat. Ist ja doof. Kann ich dir nur von. Da steht da am Fenster. Ii. Kann ich ihn auch sehen? Weiß ich nicht. Oh mein Gott. Siehst du den? Ja. Er ist Ich krieg. Asiate. Oh. Scheiße, ich krieg Gänsehaut wie Sau. Ich komme nicht mehr rein. Oh, hier hat einer geschrien. Kleinen Moment. Fick dich, Benny. Ich komme nicht mehr rein. Hier hat gerade einer Ja. geschrien. Hast du das gehört? Wo ist er hin? Ja, ich habe ihn verscheucht. Ich habe gerade eine Frau schreien hören. Er hat gemerkt, dass ich. Das war ich. Ich habe Benny angepöbelt. Nein, Achso. Frauen schreien so. Ah!
Ja, ich hab Benny mal angepöbelt hier, der kleine Feigling. Geh du doch mal. Ja, genau. Geh doch mal rein da. Da hat er gleich das Weide gesucht. Ja, ich hab Angst, dass er das seiner Mama petzt, weißt du? Ich komm nicht mehr rein. Ich wäre noch mal reingegangen, aber. Mir geht's nicht mehr. Scheiße, ey. Das ist ja doof. Benny? Nee. Benjamin? Jetzt hast du ihn so. Ich dachte, du bist reingegangen. Benjamin White. Ich find's cool, dass der ans Fenster kommt. Ja, der wartet auf dich. Geh doch mal rein. Klopf, klopf, wer ist da? Muss doch mal reingehen. Nee. Bin ich ja direkt tot. Okay, heute bist du aber der Schissbolzen hier. Oh. Ach, das warst du, wa? Ja. Gut, das hat ja nichts ergeben gehabt. So, und dann haben wir den. Wie weit kann man hier? Ach, gar nicht weit. Das ist ja doof. Ich dachte, man könnte ja ein bisschen durch die City latschen, wenn ich schon nichts zu tun habe. Okay. Nö, ich bleib beim Gin. So, ich schließe die Jagd ab, ja? Mach doch. Ja, bin ich aber gespannt. Zeigt er das nicht an, welcher das war? Ah. Es war ein Onryo? Nee. Deswegen sage ich, ich glaube, wir können noch gar nicht alle erforschen. Es waren. Aber der Onryo, das würde ja bedeuten, dass wir, wenn wir dieses komische Buch, wenn wir da auf die Suche gehen, hätte er uns doch Onryo anzeigen müssen anhand der Beweise. Ich raff das sowieso noch nicht ganz so. Ja, doch, ein bisschen habe ich es jetzt verstanden. Glaube ich dir nicht. Alles hier draußen ist eine Hand als Schatten. Wo? Was ist denn, wenn ich hier überhaupt rausgehe? Ja, wenn ich hier überhaupt mal weggehe. Ja, komm gut nach Hause, Jasmin. War eine erfolgreiche Jagd, ne? Das war's, ich geh. Ja, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Hier kann man lang gehen. Hier kann man wirklich lang gehen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, ne? Nimm das nicht alles zu schwer. Was ist das hier? Wir sehen uns das nächste Mal auch gerne wieder. Schaltet sehr gern wieder ein. Ja, wir müssen uns noch reinfuchsen ins Spiel. Tut uns leid, wir sind keine Pros. Werden wir wahrscheinlich auch nicht werden. Aber wir sind mit Spaß bei der Sache und ich hoffe, ihr seid mit Spaß dabei. So. Bis zum nächsten Mal. Macht das gut. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Haut rein.